Wir sind hier bei der Kokerei Hansa in Dortmund. 1927 erbaut, wurde sie zunächst als Großkokerei genutzt. Seit ihrer Stilllegung steht sie offen für Besucher und Führung. Heute bei der Extraschicht ist hier ein Jahrmarkt, auf dem man zum Beispiel Gaukler sehen kann, Live-Musik oder auch Leute, die auf dem Wasser tanzen. Außerdem gibt es hier jahrmarkttypische Spezialitäten wie veganes Eis. Bis in die frühen 90er Jahre wurden in der Kokerei Hansa täglich mehrere tausend Tonnen Koks produziert. Die benachbarten Zechen lieferten hierher die Steinkohle, aus der Koks und Kokereigas gewonnen wurden. Nach dem Niedergang der Montanindustrie im Ruhrgebiet wurden die Produktionsbereiche der Kokerei unter Denkmalschutz gestellt. Heute gilt sie als eines der bedeutendsten Industriedenkmäler im Revier. Bei der Extraschicht wurde die Kokerei Hansa in einen Jahrmarkt verwandelt, der die Besucher auf eine Reise in die 20er Jahre führte. Eine Swingband stand auf der Bühne, die junge Szene Ruhr zeigte einen Kunstpfad, in der Halle und auf dem Wasser wurde getanzt und natürlich hatten die Besucher auch die Möglichkeit, mehr über die Kokerei Hansa selbst zu erfahren. Zum Beispiel bei einer Führung durch das ehemalige Förderband zum Kohlebunker.